volle Schwertmeister aus, indem du seine Uruks in kürzester Zeit niedermettelst. Achso, Tipp. Töte die Uruks so schnell du kannst, um den Zorn des Häuptlings zu wecken. Ja, sehr gern. Uruks töten, das mache ich sehr gern. Da oben ist noch irgend so ein Scharfschütze. Nein. Einmal da hoch, Ankaragor lass es so aufreiten und Ankaragor will reiten. Und. Männer. Ah ja, der kann ja dem seine Karagor egal. Jemanden, der schnell sterben will. Ja, leider war es so spontan echt nicht, was ich bei dir machen soll. Ah ja, der ist ja tödlich. Nur damit ihr still seid. Na, das gibt's doch nicht. Also im Nahkampf habe ich keine Chance. Das könnte jetzt eigentlich mal schon sein, oder? Hey, schau mal, wie viel da los ist. Hey, wie soll denn das machen? Okay, das ist das.
verdammt. Wieso wird der mit den Fliegen nicht erwischt? Vielleicht da jemand umher. Ein Mörder ist unterwegs. Hm. Habt ihr das gehört? Meine Wohnung wird sie gestückert. Irgendwie wird das gerade nichts. Juhu, ich hab über zwei weniger. Ja, irgendwie schon. Irgendwie habe ich schon Angst. Also im Nahkampf habe ich keine Chance. Der kann alles kontern. Ich kann seine Angriffe nur blocken, nicht kontern. Ich kann nur ausweichen. Nur hoffen, dass ich mit den Fliegen irgendwie erwischt. So, na los, kommst du? Ihr nutzlosen Trottel! Ich habe Ghule gesehen, die stärker waren. Muss abgehauen sein. Also gut, der andere ist geflüchtet. Der Meister verweist, dass wir zu stark für ihn sind. Wie viel da los ist, hä? Er ist weg. Was für ein Feigling. Wie besiege den bloß? Wie besiege den bloß? Komm raus, damit ich dein Genick brechen kann. Ja, das war mir klar, dass du immun bist. Aus dir sollte ich einen Topf machen. Das macht dir auch nichts. Du kannst mir nicht wehtun. Kann Durchstoß mehr Köpfe. Kein Mensch fordert mich heraus und überlebt. Also ich hab echt keine Ahnung, wie ich den besiegen soll. Der wird natürlich abbefördert. Und den Platz hat er eigentlich mal einer übernommen.
Wieso Ideen fährt man genießt deine Niederlage? Der Häuptling. Das ist ein Ellenbogenschütze, ist ein Unterstützerjagd. Es ist wirklich nicht leicht. Es ist wirklich, wirklich nicht leicht. Da wieder Konfrontation. Gehen wir mal los zum Üben. Mal schauen, was da jetzt auf uns zukommt. Dugok, der Wächter, für eine besondere Belohnung. Macht 8. Bist du wieder so ein Scharfschütze? Bist du ein Jäger oder so? Boah, das hat Juggernaut Heini. Wir sollten lieber dort draußen sein und unsere Waffen und den Scheiden unserer Feinde schärfen. Du Narr, was dachtest du, warum unsere Waffen so stumpf werden? Das liegt nur daran, dass ihre Schädel nicht hart genug sind. Der muss hier genau den Weg dran. Der stinkende Feigling ist weggerannt. Ich dachte, ich hätte ihn dort gesehen. Du Mare! Ich vergrabe dich gleich so tief, dass nur die Zwerge dich finden können. Ah, geil, das wird's. Herunter, Mare! Super, drüber springen konnte ich nicht. Der Narr ist mein Gegner. Den Trick kenne ich schon. Los jetzt mit den Rollen der Schatten. Halt ihn auf! Hä? Ich hab den doch gegriffen. Zeig mir, was ihr könnt. Schau, und da biegst du einfach mal kurz ins Leere. Du bist weg. Nein! Nein, 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 nein. Schnell mal ein Kraut. Dankeschön. Die Bleichhaut ist längst weg. Unterschreib Kopf! Ich zerreiß dich! Das nennt sich Schild! Oder Stoß. Damit legst du mich nicht ein. Ich reiß dir den Stücke. Na komm. Boah, Quad noch. Vernichtet den Kerl.
Wie hast du mir jetzt getroffen? Ich hab doch A gedruckt. Das ist der letzte Schlag, ja klar. Aber wenigstens mal was anderes. Du Schrack! Dich rieche ich kilometerweit. Ja. Merkte mein Geruch, ich komme wieder.